Hallo, grüß euch. Wir sind's wieder. Die Karin ist gerade am WC. Wir gehen heute die Almkugelrunde von St. Lorenz. Da hat man dann einen schönen Blick auf die Drachenwand, die was sicher dem einen oder anderen bekannt ist. Und da nehmen wir euch heute mit. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß. Wir gehen ohne Helm verboten, für Kinder und Anfänger nicht geeignet. Da geht es aber um den Klettersteig. Machen wir 2 Stunden 15 Minuten, Deklerkapellen 15 Minuten, da werden wir wahrscheinlich vorbeikommen. Kann sogar nach Fuschlumi gehen, 4,5 Stunden. Ebensee 2 Stunden 30. Almkugel 1 Stunde 30. Ebensee fällt flach. Ebensee fällt flach, weil wir haben erst im letzten Video an See bezwungen. Und heute geht's auf dem Almkugel. 1 Stunde 30 Minuten. Im letzten Video hat sich Karin nur über ihre Schuhe beklagt. Jetzt hat es nämlich welche. Das sind nämlich hohe. Die Nummer 12. Teklerkapelle 11 und 12. Wenn wir einen 12er Weg folgen, Drachenwand. Wird dann mit Schwarz drin, gell? Ja. Die Ruine Wattenfels. So, da kannst du auf dem Schober gehen, 3 Stunden 30. Ich weiß aber nicht, ob das der Schoberstor ist. Was anderes ist der Schober. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf alle Fälle gehen wir Almkugel. Den 12er Weg. Nein, ich bin nicht so der Betttyp. Die Kapelle am Klausbach am Fuße der Drachenwand wurde aus Dankbarkeit errichtet. Ja, das ist der Bach. Ich präsentiere der Bach ohne Wasser. Ein wasserloser Bach. Links, rechts geht's zur Drachenwand. Geht schon wieder los mit dem Klettern bei der Karin. Ist gut gemacht. Bei den Schuhen rennen sie vor allein. Und zwar die Karin. Schau, wie das geht, trotz deiner kurzen Fußsau. Was? Ja. Da die Karin durchpasst, dann müssen wir eh nicht. Das geht nicht an ihm vorbei. Über Stock. Und über Stein. Ah. Ja, du machst das ganz gut. Auf den Stein. Warte, ein wenig. Nein, nicht. Ja, okay. Ja, sonst kommen wir nicht zu Ahnung. Wie Alex und Alex sagen, das ist jetzt ein Knierbier. Ich werde Alex und Alex sagen,
Das war jetzt ein Kirbier. Ja. Da hat er sein Brünn vergessen. Aber der hat es sehr geregt, dass er es beim Obergehen wieder mitnimmt. Ja. Pi? Ja, du bist ja. Was kommt jetzt für Ausrede? Ja? Ich schneller. Ah, jetzt bin ich schneller. Ja, dann renne ich da ja davor. Deswegen ist es sinnvoller, wenn du vorgehst. Was willst du damit sagen mit? Du steckst noch gut rüber. Ja. Das könntest du auch. Wenn deine Füße ein bisschen länger gewachsen waren. Das waren. Gehört da nicht hin. Das ist ja in Österreich ganz einfach. Da braucht man eine rote und eine weiße Farbe. Macht man einen roten Strich, einen weißen Strich und einen roten Strich. Die Deutschen brauchen schon drei Farben. Gut, aber jetzt stellt euch vor, wenn die Amerikaner waren, da brauchen sie, glaube ich, Graffiti-Künstler für die amerikanischen Flaggen mit den Fühlen. Mit den fünf Sternen drinnen. Da brauchst du für eine Markierung schon einen halben Tag. Wenn man einen Schlauch jetzt will. Das ist ja wieder sowas wie mein Selfie-Stick, wenn man einen Schlauch jetzt will. Was denkt ihr alle? Mein Trinkschlauch da. Den haben wir da jetzt gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, mein Schlauch tropft. Ja, ich glaube, dass das aber da oben einfacher ist. Wenn du da herdrehst mit dem rechten Fuß. Oder mit dem linken. Nein, mit dem rechten. Ja, das ist eh der rechte. Achso, das ist der linke. Karin macht jetzt eine Rolle um den Baum. Das ist der Hab mich lieb Baum. Tender in kind, built over time, this is my love for you. Steady and pure, patient and sweet, this is my love. Ist das super. Im Baum. Ja, genau so schaut's aus. You haven't blessed this day. This love is worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down. I'll cherish the one I found. If this is my love for you. Serpentine für Serpentine. Geht's drauf. Wenn wir Pflaster drauf da müssen, sagst du es halt. Leicht. Ich habe eine neue Schuhe. Doch nicht so gut. Bitte nämlich. Flaschen. Blasen. Ein Kanster. Oh, da werden wir jetzt ein Pflaster drauf drücken. Dann geht's weiter, ne? Schau, ich filme das, bevor ich da hilf. Das ist wichtig. So, einen Fuß haben wir geschafft. Jetzt kommt der nächste dran. Alle zwei. Leib von der Karin haben wir verarzt. Versorgt. Mit einem Blasenpflaster. Jetzt schauen wir mal.
Und jetzt werden wir da unseren Aufstieg fortsetzen. Und geht es? Ja. Ich hoffe, jetzt kriegen nicht ich ein Blasen. Jetzt sind wir kein Pflaster nicht mehr. Haben wir keins mit. Aber das wird nicht vorkommen. So, Akku gewechselt, weiter geht's. From the city gates, he heaven bless his day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Ich glaub, let go and hear the sound. Mal ein Bach hab ich oder so. Es schaut zumindest so aus. Cherish the one I found. This is my love. Und wenn nicht, dann weiß ich es auch nicht. Aber this is my love. Bett habe ich nicht mehr. This is my love. Jetzt muss ich hin, Profi. Wir haben es gleich geschafft. Und dann haben wir 2 Kilometer vor 8. Geht nur ein wenig. Bei unserem Gehtempo kommt es so sein, dass es 5 wird am Abend. Ist aber auch egal, weil dann wird es halt einfach 5. Mit dem Fuß. Ja? Ja, fast. Fast am obersten. Links. Bisschen noch. Nicht mehr viel. So heißt was? So heißt so, gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Weiß ich nicht. Die Spur haben wir nicht. Aber nicht mehr weit. Jetzt ist nur da hin. Habe ich übersehen. Werden wir dann eine ausgedehnte Rast machen, gell? Ah. Oben werden wir eine ausgedehnte Rast machen. Essen wir die Bananen. Bananski, weil heute nichts Abfall. Heute Banani. Ja. Und dann gehen wir wieder runter. Ausgeruht. Und voller Tatendrang. Ja, jetzt sitzt du auf dem Sturm wie auf dem Pferd. Ich finde, dass der Schubelstall bei der Karin schlimmer war. Aber irgendwie glaube ich, glaubt das die Karin nicht. Nicht? Das ist schlimmer. Jetzt haben wir es gleich geschafft, glaube ich. Da ist das Licht am Ende des Tunnels. Da vorne ist er schon. Weiter geht's. Jetzt hast du es
gleich gesagt, weiter geht's, dann schau ich vor mir, warst schon nicht mehr da. Brav warst. Kriegst du ein Bier beim Mund sein. Ja, das habe ich mir gehabt, ich weiß. Das hast du verdient. Das ist interessant da. Ein Wegkreuz, sozusagen. In verschiedene Richtungen wieder gehen kann. Nach oben nach in St. Gügen kann man da sogar. Nach Fuschl. Nach Eibensee. Zum Almkogel. Gipfel. Da. Das ist der Salzkammergut. Sehr gesehen, Trevi. Okay. Das ist der Weinwanderweg. Den war mein letzten Video schon. Gesehen haben. Und jetzt geht's zum Almkogelgipfel. Vorgehst wieder und dass es einen Tank gibt, dann sagst du was. I could never let you go. You are the current, the river and the undertow. Darling, I could never let you go. You are the current, the river and the undertow. Gather round as I'm slipping away. My hair that was so blonde is now all faded to gray. So proud of the man. My love is wearing blue like she was when we met. She grabs onto my hand and holds it tight to her chest. The sound of her heart leads me toward her eyes. Huh? I will never let you go. You are the current. Was? Ich bin nicht dran, nicht dabei dran. I will never let you go. You are the current, the river and the undertow. Darling, I will never let you go. Volle Energie. Das auch. Ich hab's geschafft mit Krankenschmerzen. Sehr weise. Du weißt, dass du jederzeit sagen kannst, Kanon. Mhm. Machen wir einmal auf Stopp. Und dann später weiter.